Ja moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge H1Z1 King of the Kill zusammen mit Steffen. Moinsen! Ja, wir gehen ja mal an den Stadtrand da vorne, würde ich sagen, ne? Okay. Schon wieder so einen richtig geilen Spawn erwischt, wo man eigentlich alles zu spät erreicht. Da müssen wir dann mal sehen, dass wir die Waffen schneller ziehen als die Gegner, ne? Ja. Oh, Alter. Ich bin das erste Mal genau hinter dir gelandet, das ist ja mal richtig Premium. Oh, hier gleich, zack. Hier ist gar nichts, lol. Mir war, Waffe habe ich bis jetzt auch noch nicht. Oh Gott, da ist noch jemand gelandet. Wir brauchen schnell Waffen. Gehört. Da ist eine AK. Bitte lad nach. Wo ist der gelandet? Free kill, da ist er. Er läuft rein, mach die Tür zu. Warte, ich hole mir. Du schießt erst mal mich ab, du Troll. Ja, nein, ich hab einmal daneben geschossen. Ich wollte dich ja gar nicht treffen. So, erstmal die Batterien geklaut. First kill schon mal, easy. Nice. So, was hat er denn Schönes dabei? Ja. Oh, da brauchst du mit geschossen. Ich wollte jetzt auch mal eine vernünftige Waffe. Oh, da ist er schon. Da sind gleich zwei vernünftige Waffen. Ja, ich habe auch direkt in dem anderen Raum waren auch zwei vernünftige Waffen. Hier ist noch eine Magnum für dich, du kannst aber besser umgehen. Also da vorne sind auch noch gute Schuhe. Okay? Jo. So, fuck, wie kommst du wieder rein? So, lass uns mal hinten rum rausgehen. Wenn du die Waffe und die Schuhe noch genommen hast. Hört sich draußen ein bisschen ungemütlich an. Ja. Mal kurz. Ordnen einmal schnell die Waffen an. So, dann mal, let's go, ne? Wollen wir nach links oder nach rechts? Nach links würde ich sagen, ne? Ja, hätte ich auch spontan gesagt. Wollen wir hier vorne in das Haus gehen? Geh mal da in Polizeiauto, da hinten links. Willst du das holen? Ja, ich guck gleich mal. Wäre auch ganz geil, wenn ich eine Shotgun hätte. Warte, ich nehme mal hier kurz. Hier ist noch ein Militärrucksack, hast du schon einen? Nee, ich habe einen normalen Rucksack, sehr gut. Dann nehmen wir den mal. So, ich versuche mal das Polizeiauto zu holen. Okay. Soll ich dir Feuerschutz geben oder soll ich schon mal im nächsten Gebäude gucken? Ach, das schaffst du. Weiß ich nicht. Ich guck mal im nächsten Gebäude. Guck mal. Ist mir irgendwo jemand auflungern? Ne, sieht nicht so aus. Ich bräuchte ja mal einen Helm, das wäre ganz geil. Wow, und erstmal Vollgas gegen ohne Shotgun, den Pfosten nice. Gefahren. Stell den mal hinter das Haus. Das Haus ist ganz gut. Dann fahren wir gleich schon mal ins nächste. Oder so. Hier ist noch ein Military Backpack, nice. So. Wie gesagt, ein Helm wäre mal ganz vorteilhaft. Ja, ein Helm wäre echt gut. Hast du auch keinen? Ne, ich habe auch keinen. Ich weiß ja nicht, was hier los ist. Hier gibt's auch irgendwie keine. Ach, hier ist eine. Nee. Aber halt nur einer. Oh, ich habe auch einen gefunden. Ist halt ein bisschen wenig, ne? Ja, ist tatsächlich ein bisschen wenig. Sack, nimm das noch mit. Aber vielleicht findest du ja dafür eine Laminated oder so. Ja. Oh, ich habe noch einen zweiten gefunden. Sehr gut. Ich kann mir jetzt eine Laminated Armor machen. Soll ich mal machen? Ja, ne? Ja, mach ruhig. Ja, noch Munition, die wir nicht haben wollen, raus damit. Schritt. Ich geh mal kurz in die Wohnwelt. So, Makeshift Armor gemoked. So, nice. Ab geht's. Oh, jetzt noch ein Helm. Und noch ein Military Backpack. Also, ich könnte jetzt auch eine Makeshift machen. Ich hab auch drei Helme. Kann jetzt auch einer machen. Ja, nice. Dann komme ich mal rüber zu dir, ne? Jo. So, einmal hier Skin, zack. Die craften. So. So, wollen wir ein bisschen rumfahren dann, oder? Was ist der Plan? Ja, können wir machen. Oh, warte mal kurz, was der in sich draus. Lass uns mal zu einem anderen Haus. Eine Makeshift-Armor wäre halt noch ganz nett. Hast du noch nicht gemacht? Ja, in acht eine Makeshift, mit Laminated, also eine fertige. Ja, lass mal hier rüberfahren. Da drüben ist aber die Tür offen, da war schon jemand. Ja, dann fahr. Wo ist überhaupt der Safe-Bereich? Ja, der ist hier. Jetzt können wir mal zum Einkaufscenter da hinten fahren. Ja, mach das mal. Da gucken wir mal da, was da so abgeht. Oh, warte, ich lad mal kurz meine. Was meine hast Shotgun du das? Nach, ne? Ah, da hinten rechts, da sind zwei auf dem offenen Feld. Wollen wir uns die holen? Ja, ich habe gerade meine Shotgun nachgeladen. Wollen wir da Shotgun rein, oder? Ja, natürlich. Also ich mach den... Da hinten links neben den Stein steht einer. Okay. Ich steig neben dem linken aus.
What the fuck, der hat mich gemacht. Aber der hat auch einen Eliminated. Sehr gut. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Der hat mich nicht einmal getroffen, der Vollidiot. Alter, mich hat er gemacht. Er hat ihn wahrscheinlich zu spät gesehen. Scheiße. Ja. Na, egal. Get the Sieg. Get the win. Genau. What the fuck? Richtig Brain Afka. So, warte, haben wir hier noch irgendwas Gutes? Nein. Ja, das Doofe ist halt, dass es immer noch keinen Zuschauermodus gibt. Das wäre halt mal ganz geil, wenn es das geben würde, ne? Ja, ich meine, wenn du tot bist, kannst du halt eh noch in eine Richtung gucken, ob du jetzt zuschaust oder halt durchgehend in eine Richtung glotzt. Ja, ist echt so. Also ich sehe dich jetzt, du fährst jetzt genau auf meine Kamera zu, das sieht ziemlich krass aus. Fum und weg. Jetzt kann ich noch einmal gucken, was du hier so für mich überlebst. Ach, guck mal, hier zwei Helme. Military Backpacks, kann man natürlich alles mitnehmen. Ja, ich hatte noch ein bisschen was, das ist jetzt nicht. Granate. So, mehr brauche ich nicht. Also im Moment unter den Top 60. Nice. Du hast jetzt gestern zwei Kills, ne? Jo. Ja, nice. Ja, gestern war das auch so bei dem, als wir Vierer-Team gezockt hatten. Da ist halt durchgehend am Ende das Flugzeug auf uns drauf geflogen und hinter Bomben abgeschmissen wie so ein. Ja, aber die schmeißt auch auf Camper, ne? Also, ja, wir waren halt zu Fuß, deswegen waren wir jetzt so langsam unterwegs und ist halt durchgehend das Flugzeug gekommen. Wie geil ist das denn? Ein Kumpel war dann so schlau, irgendwo das Auto stehen zu lassen. Und ich glaube, das ist dann entweder hochgejagt oder jemand hat es geklaut. Aber anfangs hatten wir halt ein Auto, so ein Polizeiauto, was noch recht gut voll war. Und auch noch irgendwie, ich glaube, drei Benzinkanister hatten wir irgendwo mitgenommen. Okay. Ja. Nur irgendwie war das dann auf einmal weg. Wir plötzlich einfach despawned. Ja, einfach verschwunden, da kann man nichts machen. Ich hätte gestern mal wieder einen Sniper. Gestern waren noch wie bescheuert da die Crates abgeworfen worden. Okay. Ach, nein, das ist halt schon ganz geil, ne? One-Shot auf den Kopf und weg bist du. Egal, na, ob du immer fast so. Oder nicht. Ist echt so. Muss, aber der Schutz muss schon auf den Kopf sein, ne? Das kannst du nicht einfach ins Bein schießen. Nee, das macht halt normal Damage. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, du machst so um die 50 Damage, sonst bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist trotzdem ganz schön krass. Ja, das ist schon ordentlich, ne? Ja. So, wo sind denn die ganzen Leute? Ich mache mir erstmal noch ein paar Bandagen. Wenn das Ding mal anhält. So. Da hinten, hinter mir rechts ist ein Auto. Ist da zwei Leute drin? Ne, ist nur einer drin. Ja, dann mach ihn. Ja, der will auf mich. Hörst du gerade wieder in die Richtung, wo ich vorhin gestorben bin? Weil ich höre gerade zwei Autos gegeneinander racen. Ja, das ist bei dir ein bisschen in der Nähe. Schießt du jetzt? Ach, da sitzen zwei Leute drin. Ach, fuck. Ich dachte, da sitzt nur einer drin, what the fuck? Ja, mit zwei Leute kannst du ja auch machen, oder? Ja, ich bin jetzt angeschossen. Okay, dann heile ich lieber erstmal. Und, wie sieht's aus? Bist du geheilt? Oder bist du noch krass in der Verfolgungsjagd drinne? Ich bin gerade am Abhauen. Okay. Muss erstmal einen Helm aufsetzen und ein Dings fürs Ecke reinhauen. Ja gut, mach das lieber, bevor du nachher verreckst. Aber wenn die hier gleich in mein Haus kommen, dann hol ich sie mir. Hört sie nicht so aus. Nicht so aus, nicht so an. Als ob die hier mich besuchen möchten. Guck mal. Wahrscheinlich kommen sie jetzt sneaky beaky in die Ecke. Was wäre da? Der war neben mir ein Fass hochgejagt. Hast du Schaden bekommen? LOL. Der gibt mir einfach einen Headshot. What the fuck? Ja. 21. Nice. 21. Ja, ich hab den halt auch scheiße getroffen, aber ich dachte, der wäre schon ordentlich angeschossen. Da sind halt zwei Leute auf einen draufgegangen und ich hab mich hinter der Tür versteckt, bin dann rausgegangen und auf einmal, ja, war der irgendwie noch voll AP anscheinend. Die waren halt übel kacke. Oh, kacke. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, also Folge. Bei der nächsten, gleich. Gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder.
Wir gehen, ja, hier direkt hier an den Stadtrand, ne? Ja, wie letztes Mal. Also nicht der gleiche Stadtrand, glaube ich, oder? Ne, der war ein bisschen weiter rechts gerade eben. Sehr gut. Ja. Boah, ich sollte mal den Aufnahmebildschirm abschalten, sonst nervt mich das immer so, wenn ich aus dem Augenwinkel auch noch Bewegung sehe. Da ist einer! Das bin ich selber. Wieder ist einer. Nein, ich meine, wenn du die Bewegung siehst. Ach so, oh, gut, ich werde gleich gekillt. Ich bin tot. Ja, ich hatte keine Waffe und da war einer mit einer AR drin. Geil. Ich werde dich rächen. Ja, die sind jetzt zu zweit. Und da ist alles drin in dem Gebäude. Da würde ich jetzt vielleicht lieber nicht reingehen. Oh, ich gehe überall rein. Okay, dann geh da rein. Ich habe eine Shotgun und eine AR und einen Molotow. Wenn ich jetzt noch ein Laminated Armor finden würde, ne, dann würden sie sich aber gleich freuen. Wo genau waren die denn? In einer von den Lagerhallen. Ah, ich höre was. Müsstest du nicht mal noch meinen Pfeil von meiner Leiche sehen? Tschüss. Tschüss. Ich habe beide gekillt. Ja. Und die haben mich nicht einmal getroffen. What the fuck? Was easy game, easy life, ne? Was? Mit der Shotgun. Alter, nice. Hat sich angehört, als wäre irgendwo noch ein Fass oder eine Granate hochgegangen. Oh, wird aber rumgeballert wie blöd, ne? Also, der andere hier keine Shotgun? Oh, ich höre jemanden. Tschüss. Hast du jetzt schon 3 Kills? Ich habe jetzt schon 3 Kills. Alter, nice. Einmal in Deckung gehen. Ich habe sogar hier, glaube ich, irgendwo ein Auto eben gesehen, aber das war ein Kackauto. So, Leute, ich brauche hier mal ein Military Backpack. Jetzt nehme ich hier Bandagen, AR-Munition, Shotgun-Munition, Helm, Klebeband. Gut, da brauche ich nichts mehr. Schuhe könnt ihr noch gebrauchen. Zack. Was hatte der noch? Ja, nichts Gutes, nur aus einem Klebeband. Ja, Steffen, dann erzähl doch mal irgendwas. Oh. Lass mich dir auf dem Herzen. So seelsorgemäßig. Ja, ja, also im Moment ist relativ gutes Wetter, muss ich ehrlich sagen. Also draußen, ist ziemlich nice. Nein, also, ich weiß nicht. Interessante Gesprächsthemen, muss ich sagen. Ja, ich habe gerade nach draußen geguckt und nach dem Thema gesucht und dann ist mir aufgefallen, dass der Himmel mal blau ist. Ja, für die Jahreszeit ist das doch schon ganz gut. Ich habe gerade deine Leiche gefunden. Ich brauche halt mal einen scheiß Militärrucksack. Ich finde keinen. Bei meinem ist jetzt kein Platz mehr. Es kann doch nicht sein, dass hier wieder links vom Militärrucksack ist. Also die hatten die beiden nichts. Hier lag alles rum. Also ja, der Militärrucksack hatten sie nicht. Boah, ich habe mich gerade verguckt. Ich gehe jetzt erstmal alle Lagerhäuser durch, bis ich einen habe, weil die hatten halt alle noch Zeug, dass ich. Oder zum Teil hatten halt auch die Hallen da noch Sachen rumliegen. Die kann ich nur da jetzt nicht mehr mitnehmen. Ja. Oh, komm wieder rüber. So. Ne, bald stehen ja bei mir die Prüfungen wieder an und dann müssen wir jetzt ein bisschen vorproduzieren. Ne, 4 Prüfungen, 1 Woche. Ha, du aller Student, Beste. Läuft. Naja, ist auch egal. Ey, das ist hier ein totaler Beschiss. Hier ist wieder kein. Ich hole jetzt erstmal das Auto. Ist mir jetzt scheißegal mit dem Rucksack. Pack ich jetzt alles ins Auto. Ja, das ist eigentlich so eine halbwegs gute Idee, ne? Oh. Ja, da sind 2 Leute. Willkommen! Ach so. Oh Mann. Der hatte noch 90 HP! Alter, dieses Game ist der größte Witz, den es gibt. Ich hab den aus ungefähr 10 Meter, 2 Meter Shotgun erwischt und der hatte keine Laminated Armor oder sowas. Und der hat 90 HP. Ich wollte jetzt einmal rausgehen, dachte mir so, ach, schieße ich einmal mit HR drauf, der ist tot. Nö. Ja, und damit auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns, dass ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, hoffentlich. Ein Abo dalassen, ein Like dalassen, Instagram, Twitter und Facebook checken. Da seht ihr dann immer, wenn neue Projekte kommen, etc. pp. Und dann insgesamt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Tschö mit Ö. Tschüss.